Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr mit VCDS das AGR-Ventil in die Grundeinstellung setzen könnt. Dazu verbindet ihr ganz normal, wie gehabt, euer Fahrzeug mit VCDS, macht den Anschlusstest und geht anschließend über die Auswahl und dann Steuergerät 01 Motorelektronik ins Motorelektronik-Steuergerät rein und wählt dann logischerweise Punkt 04 die Grundeinstellungen aus. Und wählt dann in den Grundeinstellungen Prüfung, Abgasrückführung. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Ihr habt es quasi jetzt schon halb gestartet, sag ich mal. Und um das Ganze jetzt wirklich zu starten und wieder mal brauchen wir hier den laufenden Motor. Also es geht nicht nur mit Zündung an, das Fahrzeug muss laufen. Also Automatik auf P und ansonsten Gang in Leerlauf und Handbremse rein. So, und um das Ganze jetzt zu starten, tretet ihr einmal Gas, das Gaspedal und die Bremse komplett durch. Ja, geht auf beide Pedale und drückt einmal nur kräftig rein. Und dann schnellt einmal die Drehzahl hoch und geht auch sofort wieder runter. Und in eurem VCDS wird kurz Fehler angezeigt. Das macht aber nichts, ist alles gut. Und dann geht ihr jetzt auf Start und im Prinzip macht es das schon. Dann läuft ab jetzt die ganze Zeit die Grundeinstellung fürs AGR-Ventil, für die Abgasrückführung. Und ihr seht auch, dass die Motordrehzahl sich verändert. Die Abgasrückführung wird angezeigt als aktiv oder nicht aktiv und ihr könnt dort die Werte durchmessen. Bei nicht aktiv sollte es so mindestens 350 sein. Wir haben hier über 400, das ist also wirklich top. Und bei aktiv liegen wir so bei 140 bis, ich glaube, 250 oder sowas, oder 210 ist das. Da sind wir mit 153 auf jeden Fall super im mittleren Bereich. Also, alles gut. Ja, und das war's im Prinzip schon. Wenn ihr fertig seid, auf, zurück und abbrechen. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.